Neue Folge, neues Versuchen. Wir werden jetzt Level 12 besiegen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und wie machen wir das? Wir gehen am Anfang auf Versorgungszentrum 2 Goldminen. Wir versuchen so schnell wie möglich das Forschungslabor zu bekommen. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil wir damit die Wisp-Türme bauen können. Wir können die Wards bauen und den Eisturm. Und da wir das alles schon kennengelernt haben, gehe ich mal davon aus, dass das Spiel eigentlich schon will, dass wir das einsetzen. Aus diesem ganz, ganz einfachen Grund werden wir das jetzt versuchen. Und währenddessen wir das machen, werden wir hier natürlich auch noch weiter ein paar hochwertige Türme bauen. Ich glaube, dass die normalen Türme einfach zu wenig Schaden machen. Also jede Barrikade, die wir jetzt bauen, wird zu einem hochwertigen Turm. Oder wir lassen es. So zumindest gerade der Plan. Der sich vielleicht auch ändern kann. Aber man muss ja mit einem Plan reingehen. Mit einer Idee. Und hier sollten wir nicht zubauen, es sei denn, wir wollen die hier unten lang führen. Können wir auch machen. Wir können die auch unten lang führen. Aber hier oben ist auch ein schöner Damage-Spot. Wir führen sie mal unten lang. Ich glaube, das ist okay. Wir bauen hier eine kleine Schikane. Bauen natürlich schon unsere Hütte. Ist ja ganz, ganz klar. Und gehen weiterhin auf Scharfschützentürme. Und die Schnellfeuertürme kommen dann an bestimmte Stellen, wo ich der Meinung bin, dass das relevant sein könnte. Denn die werden ja irgendwann zu Eistürmen. Und wir richten mal die Scharfschützentürme aus. Vielleicht können wir jetzt schon in das Labor gehen. Wir schauen mal, wie weit die kommen. Ja, wir gehen ins Labor. Das ist die Strategie, so früh wie möglich ins Labor zu gehen. Und können jetzt auch nochmal eine Goldmine anzapfen. Wir haben hier viel Geld reingesteckt. Das muss sich ja auch lohnen. Und wie rentiert es sich am besten? Na klar. Mit Gold. Und diese Barrikade könnten wir zum Ward machen. Dann würde dieser Scharfschützenturm noch mehr Reichweite bekommen. Möchte ich aber gerade noch nicht. Dieser Turm wird zum Schnellfeuerturm, weil der hier relativ viel abdeckt. Wir bauen hier die Schikane noch weiter und dann wird das hier auch ein Schnellfeuerturm. Und jetzt kommen auch bald die Wisps. Also die Wespen kommen. Und da brauchen wir dann einen Anti-Air-Turm. Und einer wird hier hinkommen. Und einen lagern wir ein bisschen vor. Und ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Ah, es wird eng. Es wird sehr, sehr eng. Weil vielleicht kriegen wir ihn hin. Haben jetzt natürlich auch Nebel gehabt. Das ist nie gut. Aber wir haben es hinbekommen. Wir bekommen jetzt unseren ersten Machtpunkt. Den investieren wir. Oh, ich sehe in der Dunkelheit gar nicht, wo wir hin müssen. In eine weitere Mine. Und das wird dann gleich... Aua. Die Wespen kommen durch. Nicht gut, nicht gut. Also zwei Wespen sind durchgekommen. Gibt Schlimmeres, aber sollte nicht passieren. Er wird zum Schnellfeuerturm. Können wir noch eine Schikane bauen. Das war eine richtig schöne Schikane. Da
Das könnte dann auch noch mein Schnellfeuerturm hier werden. Das wird er auch. Und wir haben die Forschung abgeschlossen und gehen jetzt natürlich an den Brunnen. Ganz klar. Und hier läuft erstmal alles. Das hier könnte ein Wisp werden. Aber lieber an einer Stelle. Wenn das hier einer wird, kann der den hier noch buffen. Weiß es nicht, wir bauen ganz schnell den ersten Ward. Ich glaube, die Stelle ist okay. Und wir helfen natürlich auch selber mit. Und das sieht erstmal okay aus, wobei der Boss zu weit kommt. Der kommt eindeutig zu weit. Und hier kommt dann gleich der zweite Ward hin. Wir kriegen einen weiteren Machtpunkt. Wir investieren den sofort in die Evolutionsstufe. Hier kommt der zweite Ward hin, schon mal vorsorglich. Und der deckt natürlich dann auch hier diesen Turm ab. Der hat jetzt noch eine höhere Reichweite. Und das hier wird ein Turm und das hier wird auch ein Turm. Und zwar beides Schnellfeuertürme. Wir richten die Türme auch schnell aus, dass sie dann gleich schön effektiv sind. Du wirst ein Schnellfeuerturm und wirst hierhin ausgerichtet. Und das könnte wieder ein Scharfschützenturm werden. Aber als erstes graden wir mal seinen Luftabwehrturm ab. Ja, brauchen wir auch. Zuerst den ersten, dann nochmal den hinteren, weil jetzt wieder die Rios kommen. Und schauen wir mal, wie die so performen. Ja, ein wenig schlechter, als ich erwartet hätte. Ich weiß aber auch nicht genau, wie sie funktionieren. Ah, die kommen weit. Ich glaube, ich habe die Wisp-Türme ein wenig überschätzt. Oder nicht ganz verstanden, wie sie funktionieren. Nein, kein neuer Versuch. Können wir im Twigglepedia nachschauen, was die Wisps machen? Nein. Die Wisp-Türme. Können wir das vielleicht in der Waffenfabrik nachschauen? Ich glaube auch nicht. Wir öffnen erstmal das Artefakt. Drehgeschwindigkeit bringt uns nichts. Also ich glaube, die Strategie war sehr gut. Ich glaube nur, es hat so ein bisschen gehakt an den Türmen, an den Wisp-Türmen. Sind die vielleicht langsamer, aber machen mehr Schaden gegen Schwere? Weiß auch gerade nicht, wo wir das nachschauen können. Vielleicht schaffen wir es gleich, da nochmal reinzulogen. Wenn wir nicht im Stress untergehen. Aber ich glaube, wir kommen sehr, sehr nah ran an den Idealzustand. Also Goldmine und Goldmine. Barrikaden. Hier. Ach, hier können wir keine bauen. Gibt es vielleicht eine bessere Engstelle? Hier vielleicht. Damage Spot. Ja, das könnte vielleicht funktionieren. So, hier haben wir erstmal ein ganz gutes Labyrinth. Jetzt müssen wir das natürlich noch entsprechend ausstaffieren, dass es sinnvoll wird. Wir nehmen den Damage-Turm, graden ihn ab zum Scharfschützenturm. Der kann hier sowohl sehr stark nach vorne schießen,
als dann hier hinten auch die Nachhut bewachen. Zumindest ein Teil davon. Wir bauen diesen Turm aus und das wird ein Schnellfeuerturm. Denn er hat hier sehr, sehr viel in dieser Schikane, was er bewachen kann. Schnellfeuerturm. Das sieht gut aus. So, jetzt kommen wir erstmal hier weiter. Die Hütte kostet uns 20. Können wir sie schon bauen? Oder müssen wir schnell noch einen weiteren upgraden? Ja, ich glaube, wir müssen noch mal einen upgraden, bevor wir soweit sind. Das wird wieder ein Scharfschützenturm, der aber schneller schießen kann. Ja, vielleicht hätten wir es doch nicht gebraucht. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Drehen wir einmal dahin. Und dann gehen wir jetzt in den Hüttenbau. Und dann wird das auch langsam zum Forschungslabor. Langsam aber sicher. Und das Wetter hilft uns. Das soll uns mal bei anderen Wellen helfen. Okay, und es läuft ganz gut. Wir bekommen ein Artefakt, aber es sind noch T1 Artefakte. Ich hätte gerne T2 oder T3 Artefakte. Gibt es da vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit? Oder ist es doch eher am Level gebunden oder an der Waffenfabrik? Wir werden es noch sehen. Wir bauen das Feldlabor. Können die nächste Goldmine anschließen. Das wird sehr, sehr wichtig. Damit wir jetzt so ein bisschen das wieder rauskriegen, was wir eben alles investiert haben. Wir brauchen auch den ersten Anti-Air-Turm gleich. Im besten Fall 2. Schon mal 2 normale Türme, bei dem Notfall, wenn wir nicht schnell genug sind, dann auch unterstützen können. Der Bandit kommt gleich und bis zu diesem Zeitpunkt ist immer alles gut. Bis dahin laufen unsere Runden. Doch dann passiert irgendwas, was uns aus der Bahn wirft. Wir graden den schon mal ab. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir bauen noch mal einen Basisturm, den werden wir gleich zum Schnellfeuerturm machen. Der soll jetzt erstmal ein bisschen mitschießen. Vielleicht brauchen wir hier auch noch mal einen Luftabwehrturm. Und wir haben es geschafft mit 3 Luftabwehrtürmen, was natürlich sehr, sehr teuer ist. Aber wir haben es geschafft, dass keiner bis jetzt durchgekommen ist. Das könnte ein Ward-Platz werden, um die Luftunterstützung noch stärker zu machen. Finde ich ganz gut. Und apropos Ward, wir gehen natürlich in die Mine erstmal. Damit wir das überhaupt machen können. Und führen die alle hier nochmal schön an der Nase lang. So will ich das haben. Ja, bringt uns momentan noch nicht ganz so viel, weil wir ja noch nichts ausgebaut haben hier. Aber dieser Turm kann sich darauf einstellen, früher oder später. Wir haben hier eine sehr gute Schikane. So, wir können einen Brunnen bauen. Ich habe das ein wenig verpennt. Nicht gut, aber es gibt Schlimmeres. Und hier sind unsichtbare Gegner. Schnell ein Ward bauen. Können wir nicht, wir haben nicht genug Wasser. Ja, und das habe ich verpennt. Da kann es natürlich sein, dass wir aus
aufgrund dieser Thematik jetzt hier zu viele durchlassen und wir sind gerade am Cap von unserem Gold. Verspielen ganz, ganz viel Gold gerade. Und es kommt noch so eine Welle. Das ist ja gar nicht gut. Wie viel Pech kann man haben? Und ich muss, glaube ich, mit meinem Mauszeiger drüber bleiben. Wenn ich jetzt schnell Türme aufwerte, würden, glaube ich, mehr durchkommen. Und es ist sehr, sehr bitter. Es ist sehr, sehr bitter. Die Rios kommen. Es kommen welche durch, gar nicht. Ja. Was machen wir jetzt? Wir bauen natürlich ganz schnell Anti-Air. Damit wir zumindest ein paar Rios noch rausziehen können. Und gegen Anti-Air dann geschützt sind. Das lief gar nicht gut. Und das lag daran, dass ich zu spät das Wasser gesehen habe. Und ein bisschen verplant war und der Nebula kommt. Wir wissen, der Nebula ist relativ... Ja, ist relativ schwer. Und die nächsten unsichtbaren Gegner kommen. Wir haben noch kein Ward gebaut. Wir können das schnell ändern. Kann ich zumindest so ein bisschen mich fokussieren. Kann an mehreren Stellen können dann die Gegner angegriffen werden. Es kommen zu viele durch, insbesondere der Nebula. Und das war's. Das war's. Aber wir kommen näher. Wir kommen der Lösung immer und immer näher. Es war einfach ein Fehler, so spät ans Wasser zu gehen. Ein neuer Versuch natürlich. Und jetzt direkt Gold-Versorgungszentrum. Und hier... das Labyrinth entsprechend bauen. Müssen leider sehr viele strategische Punkte hier außen vor lassen. Aber das ist manchmal leider so. Und das ist eigentlich schon eine perfekte Stelle für einen Schnellfeuerturm. Deswegen werden wir das hier an dieser Stelle dann auch entsprechend berücksichtigen. Hier nicht der ideale Platz, aber nicht so schlimm. So, der Schnellfeuerturm wird natürlich ausgerichtet. Wir müssen hier uns an jeden Strohhalm festkrallen. Nehmen hier den Damage-Turm natürlich auch noch mit. Richten ihn aus. Und was wird er werden? Ein Scharfschützenturm mit sehr viel Reichweite, ja. Das wird ein Scharfschützenturm. Der kann dann auch schon sehr früh die Gegner attackieren. Die kommen da ganz oben lang. Kann die schon mal gut anhitten. Ich glaube, das ist gut. Und das funktioniert. Den Speedturm nehmen wir auch noch mit. Ich denke, das wird auch ein Scharfschützenturm, ja. Das wird auch ein Scharfschützenturm. Einfach damit wir mehr Reichweite haben. Ich meine, dieser Schnellfeuerturm nimmt hier so viel mit. Das ist die perfekte Stelle dafür. Bauen wir jetzt hier noch diesen Scharfschützenturm. Zielen nach oben. Als nächstes bauen wir Hütte. Und das Labor. Damit wir noch schneller auf höhere Goldregenerationen gehen. Und dann haben wir die Hütte und das Labor auch ganz schnell wieder raus. Barrikaden brauchen wir gerade erstmal keine weiteren. Könnten wir diese strategischen Positionen noch mitnehmen. Das würde mir gut gefallen.
Das Labor kostet 50. Und dann können wir eine weitere Goldmine anschließen. Oder schnelleres Wasser. Könnten wir auch machen. Ich finde die Goldmine erstmal interessanter. Der Nebel ist nicht gut. Der gefällt mir gerade gar nicht. Aber die Türme kriegen es noch hin. Ich glaube, da ist die Drehrichtung gerade richtig wichtig. Wir bauen das Labor. Wir bauen die Goldmine. Die nächsten Gegner kommen. Das könnte auch wieder Schnellfeuerturm werden. Ja. Ja, doch. Geht noch. Es wird wieder eine Schnellfeuerstelle. Wir nehmen die Punkte mit. Wir upgraden zum Schnellfeuerturm. Wir nehmen das Artefakt mit. Und es wird Nacht. Wir haben noch keinen Machtpunkt. Wir können erstmal noch nichts erforschen im Labor. Aber wir können uns schon mal vorbereiten auf die Luftgegner. Das machen wir mit diesem Turm mit einer sehr hohen Reichweite. Weit hier hinten ins Hinterland. Und das hier wird auch nochmal ein Fernkampfturm. Ich hab jetzt ihn schon wieder vollkommen außer Acht gelassen. Wir brauchen den Machtpunkt doch so dringend. Und ganz schnell den Fernkampfturm. Den Anti-Air-Turm. Aber das hat jetzt wieder nicht so ganz funktioniert. Hätte es vielleicht. Vielleicht hätte es klappen können. Ganz schnell hier Evolutionsstufe ausbauen. Wobei, das war ein Fehler. Wir brauchen die Mine, weil die Wards kosten ja 30 Wasser. Da habe ich in der Panik, weil ich hier meine Maus brauche, eine Fehlentscheidung getroffen. Weil das hier wäre jetzt der Ward gewesen. Deswegen zerstöre ich das wieder. Wir brauchen jetzt noch ein paar. Das wird auch ein Ward. Das könnte ich mir auch als Ward vorstellen. Der Rest auch. Dann bauen wir jetzt hier ganz schnell noch weitere Türme. Ich kann mir auch vorstellen, dass Scharfschützentürme zu Beginn und Schnellfeuertürme zum Ende eher sinnvoll sein könnten. Ganz schnell den Machtpunkt mitnehmen. Den brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. Und die kommen auch wieder durch. Es läuft nicht gut. Aber wir haben jetzt zumindest bald die zusätzliche Mine. Und ich habe hier irgendeinen Scharfschützenturm, glaube ich, falsch eingestellt. Der kann ja hier schon das erste Mal schießen. Und den bauen wir auch nochmal aus zum Schnellfeuerturm. Und können hier dann auch nochmal runtergehen. Wenn das ein Ward wird, dann wird das hier das und das ein normaler Turm. Wir bekommen auch schon bald wieder Besuch von den Rios. Wir gehen jetzt ans Brunnenwasser. Bekommen Besuch von den Vermis. Ich glaube, ein Scharfschützenturm ist cool, weil wir hier schon weit in die nächste Reihe rüberschießen können. Deswegen bauen wir den hier hin und unterstützen hier. Die Rios werden ein Problem darstellen, deswegen kommt hier gleich nochmal der nächste Luftabwehrturm hin. Und was ändert der Wisp-Turm? 130 Reichweite, 190, also weniger Reichweite, mehr Schaden. Und die gleiche Feuerrate, also er macht mehr Schaden, aber weniger Reichweite. Reicht es hier gerade an Luftunterstützung? Scheint mir so, als wenn es ganz knapp nur reichen könnte. Aber es reicht und das reicht uns auch aus. Der Nebula kommt. Wir bauen eine zweite Hütte. Versuchen die Passage hier noch weiter zu ziehen. Kommt der Warten. Hier kommen jetzt einfach noch ein paar Türme zum Ende hin.
Und hier kommen schon die nächsten unsichtbaren Gegner. Also der Nebula, den kriegen wir down. Aber die unsichtbaren Gegner, wir haben noch keine Wards. Das ist das nächste, was wir installieren müssen. Ganz, ganz dringend sogar. Kriegen wir sie down? Beziehungsweise kriegen wir genug down? Die Antwort ist nein. Wir hätten früher den Ward gebraucht. Selbst die Nebula kommt durch. Wir gehen wieder rein. Level starten. Also, wir wissen unsere Strategie und sie wird immer besser. Doch wir machen immer noch kleine Fehlerchen. Und das sorgt dann dafür, dass sich unsere Gegner freuen können. Wir schauen uns ein gutes Labyrinth-Konzept an. Ja. Irgendwie so. Wir bauen hier wieder einen Schnellfeuerturm. Wieder die perfekte Stelle. Ja, Schnellfeuerturm, würde ich sagen. Wir richten ihn aus. Wie kommen die Gegner? Hier unten kommen sie schon lang. Das heißt, er kann hier schon losschießen. Und wir bauen hier auch den nächsten Turm hin. Das hier wäre so eine Wardstelle. Das hier wäre keine Wardstelle. Das hier wäre wieder... Naja. Wir haben hier keinen Booster, natürlich. Das hier wäre natürlich toll, hier ein Ward. Dann würde er die beiden boosten. Dann ist das hier eine Wardstelle. Wir reißen den wieder ab. Bauen den hier hin, bauen den hier aus und dann sind das die ersten beiden Wards, die wir installieren werden. Das hier wird ein Ward und der hier. Wenn ich mir das merken kann, natürlich nur. Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Bauen hier noch immer einen Schnellfeuerturm hin, der kann so ein bisschen hier oben noch reinschießen. Nicht ideal, aber so ein bisschen. Wir klammern uns gerade an jede kleine Hoffnung ran und bauen einen Scharfschützenturm, schauen uns hier nochmal die Bewegung der Gegner an und ab hier kann er angreifen. Können wir ihm auch sagen, dass er sich auf einen Boss fokussieren soll? Wahrscheinlich können wir ihm das auch sagen. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Wir bauen jetzt schon mal die Hütte. Und sparen ein wenig. Das wird ein Wort, das wird ein Wort. Das hier und das hier hatten wir gesagt. Muss mich immer wieder neu erinnern. Aber scheint zu funktionieren, wir sparen weiter. Damit wir gleich noch mehr Gold haben. Denn die brauchen wir auch. Denn die Wespen kommen ja auch bald wieder. Wir gehen auf die Forschung, bauen direkt die nächste Goldmine. Das wird sehr, sehr wichtig. Das und das. Der hier, den können wir bauen. Den können wir auch bauen. Das hier wird ein Scharfschütze und... Naja, wobei wir müssen, dürfen Luft nicht vergessen. Wir müssen jetzt einen Luftturm bauen. Da ist der hier natürlich sehr stark. Mit einer riesigen Reichweite. Und wir gönnen den mal einen starken Anti-Air-Turm. Denn Anti-Air war natürlich auch immer so ein kleines Problem, was wir gerade hatten. Wir haben einen Machtpunkt erhalten. Den investieren wir in die zusätzliche Mine. Bauen hier den zweiten Anti-Air-Turm. Hoffen, dass das soweit funktioniert. Zwei Anti-Air-Türme sollten reichen. Ja. Können gleich die zweite Mine bauen.
Das will ich sofort mitnehmen. Aber in der Zwischenzeit baue ich hier nochmal einen Scharfschützenturm hin. Hier hin. Wir können die zweite Mine bauen. In den Brunnen. Perfekt. Der erste Ward wird der hier natürlich werden. Ward, Ward. Das hier wird ein Turm. Und der kann zum Scharfschützenturm werden, weil der eine hohe Reichweite hat. Und der zieht schon mal hier hin. Wir können hier die ganze Wurst noch ein bisschen verfeinern. Stichwort doppelte Schlachtlinien. Und es kommen noch keine unsichtbaren Gegner. Das ist sehr schön. Wir haben wieder einen Machtpunkt bekommen. Trotzdem bauen wir mal den ersten Ward hier vorne hin. Um schon mal hier die beiden zu boosten. Der hier ist natürlich der bessere Ward zum Aufdecken. Und das hier wird der neue Ward. Den bauen wir aus. Und zwar zum Scharfschützenturm wieder. Der schießt hier unten rein. So, das wird der nächste Ward. Aber wir haben eine sehr langsame Wasserproduktion. Was auch nicht so schlimm ist. Hauptsache, es funktioniert. Wir können hier nochmal eine Hütte bauen. Das Labyrinth ein wenig verfeinern. Irgendwie so. Es muss nicht perfekt sein. Es muss einfach nur effektiv sein. Und bauen hier nochmal einen Scharfschützenturm. Ziehen ihn hier runter und brauchen jetzt ganz, ganz dringend noch einen Anti-Air-Turm. Können auch noch einen Machtpunkt ausgeben, den natürlich in den Evolutionsturm. Hier kommt der Anti-Air-Turm hin. Eine schön hohe Reichweite. Das hier war der... Ja. Das war der Ward, dann kommt hier der nächste Ward hin. Und das hier wird dann auch ein Anti-Air-Turm. Jetzt bekommen wir auch noch Nebel zur genau falschen Zeit. Das kann nicht wahr sein. Bauen noch einen Anti-Air-Turm, um mit der neuen Situation zurechtzukommen. Und bitte, nehmt noch ein paar raus. Zwei kommen durch. Das kann schlimmer sein. Ich glaube, der Nebula wird relativ einfach zu besiegen sein. So jedenfalls meine Vorstellung. Aber die schnellen Einheiten, wir haben natürlich jetzt sehr wenige Schnellfeuertürme und bauen hier hinten ganz schnell noch einen hin. Ganz, ganz schnell noch einen in der Nachhut. Der Nebel muss verschwinden. Der Nebel muss verschwinden. Und die Nebula kommt besser durch, als ich gedacht hätte. Ich dachte, wir haben ganz gute Chancen. Aber anscheinend dachte ich nur so. Wir können ja hier nochmal schnell einen Scharfschützenturm bauen. Ja, auch wenn das nicht so viel bringen wird. Weil wir wissen dann, da hinten kommt noch ein wenig Schaden. Und die Wards hier, die buffen natürlich auch die Anfangstürme, was sehr, sehr stark sein kann. Und hier bauen wir noch einen Schnellfeuerturm hin, damit wir so ein bisschen Mix noch hier hinten haben. Und das funktioniert ganz gut. Und hier kommen jetzt die, die wir eigentlich noch nicht haben wollen. Aber wir können hier noch schnell einen Ward bauen. Und dann sollten die auch nicht allzu weit kommen. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und sie kommen auch nicht mehr, deswegen können wir jetzt hier den nächsten Turm bauen. Bauen ihn zum Scharfschützenturm, richten ihn aus und ich glaube, wir haben das Level besiegt. Wir bauen hier noch einen Turm, richten ihn aus
Und die sollten doch nicht durchkommen. Insbesondere nicht, wenn die Blitze auf unserer Seite sind. Wir haben das Level besiegt. Ja, ich weiß, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber was kann denn jetzt noch schiefgehen? Ich sehe nichts, was schiefgehen kann. Wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Dranbleiben, nicht aufgeben. Und neue Strategien überlegen. Und die Strategien dann natürlich auch perfektionieren. Die klappen natürlich nicht sofort. Ist ja auch logisch. Na komm, das kann doch nicht jetzt dein Ernst sein, dass einer noch durchkommt. Wenn ich gerade im Siegestriumph bin. Doch wir haben es geschafft. Level 12 besiegt. Ich wusste es. Es musste die logische Konsequenz sein. Yes. Sehr gut, wir haben die große Wüste erreicht. Wir werden auf unserem Weg noch das ein oder andere Biom erreichen. Ist ja auch nur die Alpha. Sind ja nur die ersten 15 Level hier. Also, ich glaube, da hat sich jemand richtig viel vorgenommen. Und der Anfang ist schon so episch. Wow, das wird ein Meisterwerk. Jedes Biom birgt neue Herausforderungen. Das Wetter verhält sich anders und es können Wetterphänomene auftreten. Du musst also immer auf der Hut sein. Die Gegnerwellen werden nun immer stärker. Ja, bitte nicht. Mit unseren bisherigen Mitteln haben wir kaum noch eine Chance. Aus diesem Grund bekommst du noch ein Upgrade. Ab sofort kannst du deinen Scharfschützenturm zu einem Kanonenturm ausbauen. Jetzt erinnere ich mich, wir haben ja gar nicht den Eisturm gebaut. Haben wir ja noch gar nicht kennengelernt. Und den Wisp-Turm auch nicht so richtig. Also, da müssen wir uns vielleicht noch so ein bisschen an die Upgrades herantasten. Der Kanonenturm ist sehr mächtig. Er ignoriert die Gegnerrüstung und macht zusätzlichen Flächenschaden. Er eignet sich also besonders gegen Gegnermassen. Also ein Turm mit Flächenschaden gefällt mir sehr, sehr gut. Doch wir werden uns den noch nicht anschauen in dieser Folge. Wir werden aber nochmal zurück in die Stadt gehen und gucken, was wir hier für Artefakte bekommen. Aber es wird alles T1 bleiben. Da haben wir schon das Beste jeweils. Und haben uns auch schon alles angeguckt. Ich bleibe dabei, ich bin überzeugt davon. Der Kanonenturm ist hier noch nicht, also da sollten wir zurückkommen, sobald wir den einmal ausgetestet haben. Können wir sonst noch irgendwo ein Upgrade vornehmen? Ich gucke jede Runde, vergesse jedes Mal, welches Spielerlevel wir brauchen. Und Stadtausbau, ja, da haben wir gerade nicht die Baupunkte. Und schauen dann in der nächsten Folge in Level 13. Ich freue mich, wir haben es geschafft.